zusammen. Heute kommen wir zu einem gemischten Thema. Und zwar, naja, was heißt gemischt? Eigentlich ist es gar nicht so gemischt. Eine kurze Frage habe ich einfach vorweg an euch. Und zwar geht es um Tekken Tag Tournament 2. Ich würde ganz gerne von euch wissen, wie man Unknown freischaltet, beziehungsweise wie man sie überhaupt bekommt. Ich habe im Internet gehört, beziehungsweise gelesen, dass man sie als Download bekommt, sogar gratis, und dass der Download aber eigentlich schon längst hätte ja, online sein müssen, aber das war irgendwie nicht der Fall, also beziehungsweise über den PlayStation Store erhältlich. Aber das war es nicht und auch immer noch nicht, und deshalb wundert mich das ein bisschen, und ich hätte sie so gerne. Sie war schon als Endgegner so genial und ich habe sie auch in Tekken Tag Tournament 1 schon so sehr gemocht. Wisst ihr, wie man sie bekommt, oder wann soll jetzt dieser Download dafür rauskommen, oder was muss ich tun, was muss ich freispielen? Das würde ich ganz gerne von euch wissen, ob ihr mir dabei irgendwie helfen könnt. Also, wie kriege ich Unknown in Tekken Tag Tournament 2? Das würde ich ganz gerne von euch einmal erfahren. Des Weiteren würde ich natürlich gerne heute über G sprechen, also über meine BJD. Erstmal vorweg, warum zeige ich euch das immer, wenn es Veränderungen an G gibt? Und zwar geht es einfach darum, dass ich weiß, dass mittlerweile auch ein paar weibliche Zuschauer dabei sind oder auch männliche, die Freunde haben, die gerne eine BJD hätte, Freunde oder Freundinnen. Und deswegen würde ich euch ganz gerne einfach mal zeigen, dass ihr Mut dazu habt. Ja, ihr seht, das ist ein teures Hobby, es kostet alles viel Geld, aber ich würde euch gerne einfach zeigen, wie sehr es sich lohnt, das Geld zu investieren, weil man einfach immer wieder seine eigene Puppe auf unterschiedliche Art und Weise gestalten kann und immer wieder verändern kann. Das weckt so eine eigene Kreativität, und das Ergebnis erfreut einen natürlich, und deswegen würde ich euch das immer ganz gerne zeigen, damit ihr seht, dass man unterschiedliche Möglichkeiten hat, damit dass die Puppe jedes Mal wieder anders aussehen kann. Und das würde ich euch einfach immer ganz gerne dokumentieren, und natürlich auch für mich persönlich, dass ich einfach den Verlauf habe, als ich G bekommen habe, wie sie da aussah und wie sie nun aussieht. Also das ist natürlich irgendwo auch für mich dokumentiert. Also zeige ich es euch, habt ihr Pech gehabt. Ich schwenke mal eben rüber, aber gleich zeige ich ihr sie auch nochmal mit mir zusammen, weil ich euch ganz gerne auch mal die neue Perücke von G zeigen möchte. Denn die ist super gut. Die ist viel, viel, viel hochwertiger als das, was ich sonst hatte. Und das würde ich euch gleich gerne etwas näher umschreiben. Aber erstmal kommt jetzt G. So, hier seht ihr sie in ihrem neuen Outfit und mit neuen Haaren. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das Licht nicht so gut ist. Also das müsst ihr jetzt leider so hinnehmen. Ich werde das mit Sicherheit auch noch mal im Hellen machen. Aber also müsst ihr es erstmal so nehmen. Ich habe jetzt die Lichtquelle auf der anderen Seite. Deswegen zeige ich es euch einfach so. Am Ende zeige ich aber auch noch ein Video. Hier die Schuhe wieder. Sie hat, also die Verkäuferin, bei der ich die, das andere Outfit auch schon geholt hatte, dieses in rosa, da habe ich ja gesagt, sie hat mir Schuhe dazu geschenkt, zu dem Outfit. Und das hat sie komischerweise diesmal wieder getan, obwohl die Lieferung sich gar nicht verzögerte. Also es kam sehr pünktlich an und ja, aber nett eigentlich von ihr. Die passen natürlich absolut nicht dazu, aber die anderen Schuhe sahen auch schrecklich dazu aus. Deswegen habe ich jetzt einfach mal ja, die Schuhe dazu gemacht, weil sie sowieso keine anderen hat. Sonst außer diese rosanen. Ja, auf jeden Fall sieht es jetzt so aus. Und ja, zu den Haaren sage ich gleich auf jeden Fall noch was. Aber ich zeige es euch nochmal eben kurz. So, hier haben wir sie nochmal.
Und zwar wollte ich euch jetzt ganz gerne die Perücke ein bisschen vorführen, weil da Perücke für sie haben, aber die waren ja irgendwie nie vorrätig und ich musste bestellen, ich musste auf meinen Import warten aus China. Das ist eine Perücke der Firma Monique. Ich hatte mich schon gewundert, die Firma Monique wurde als Extrakategorie in diesem Shop aufgelistet. Und zwar stand da einmal eine Kategorie Perücken und eine Extrakategorie Monique Perücken. Mich hatte das schon gewundert, warum das so ist. Und sie waren natürlich auch etwas teurer, sahen auf den Bildern auch richtig cool aus. Und ich habe mich wirklich gefragt, sind die wirklich so viel besser? Warum sind die teuer? Was ist daran anders? Weil eigentlich sehen ja alle Perücken auf den Fotos immer schön aus, weil das professionelle Fotos sind und die das absichtlich ins tolle Licht darstellen und so weiter. Aber die sahen echt besonders gut aus. Also das muss ich nun wirklich sagen, dass sie super aussehen. Das kann ich nur bestätigen, dass sie auch in Natura mir gefallen. Allerdings muss ich hierbei auch sagen, die fühlen sich so unheimlich gut an. Das ist ein total weiches Gefühl. Die fühlen sich so schön weich an, noch viel besser als echte Haare, muss ich sagen. Ich kann euch das ja auch mal zeigen. Allerdings wird das jetzt ein bisschen schwierig, weil das Licht so schlecht ist. Wir haben ja schon dunkel draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Die sind so schön glänzend und stehen auch nicht so ab wie die anderen, die ich hatte. Hier könnt ihr es vielleicht hier im Licht erkennen. Seht ihr das? Die sind ganz weich und gewellt, aber stehen halt nicht ab. Die sind nicht so extrem ja, elektrisch und abstehend. Das hat mich ja so bei den anderen Perücken gestört. Und wenn ihr mal wirklich den Unterschied dazu seht, das fällt wirklich extrem auf. Und ich bin mit dieser Firma wirklich sehr, sehr zufrieden. Diese Perücke sieht super gut aus. Und wie gesagt, sie fühlt sich unheimlich gut an. Es ist wirklich sehr hochwertig, muss ich sagen. Und ja, so sieht sie von hinten aus. Ist natürlich ganz volles, dichtes Haar. Gewellt. Seht ihr das? Ja, hier unten. Und was natürlich ja, einen ganz großen Unterschied ausmacht zu meinen vorigen Perücken, die ich für G hatte, muss ich sagen, die waren ja alle extrem. Also sie waren wirklich nicht gerade robust, sie durchkämmen und an der Zahnbürste war direkt etliche Haare. Also diese Perücken hatten unheimlichen Haarausfall. Und wenn man nur einmal so unten dran gegangen ist, so ein bisschen dran gezogen hat und so, hatte man sofort so ein paar Strähnen in der Hand. Und das hat mir so ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich dachte, naja, wie lange hält die Perücke? Wie schnell wird es sein, dass sie Lücken hat? Und das ist eben hierbei überhaupt nicht der Fall. Man kann daran ziehen, natürlich sind da auch immer noch ein bisschen Haare dran an der Zahnbürste, aber es ist nicht mehr so extrem wie vorher, wo man wirklich so richtige Büschel hatte. Also das ist wirklich nicht mehr der Fall. Und ich finde, ja, es steht ihr auch gut und es sieht absolut toll aus. Ich bin da sehr zufrieden mit. Und ich muss sagen, also ein Tipp an die Leute. Oder einfach eine Empfehlung an die Leute, die sich gerne eine BJD anschaffen möchten. Ich würde euch wirklich, gerade auch für den Einstieg, eine etwas teurere Firma trotzdem empfehlen, eben Monique. Ich finde, es ist doch besser, ein bisschen mehr zu investieren und dann letztendlich was zu haben, was auch viel länger hält. Das ist hier bei dem BJD-Hobby, tatsächlich so. Also da ist, der Preis doch Qualität, das muss man sagen. Und ich kann euch raten, für den Anfang ist die Firma Monique auch sehr gut, weil es gibt natürlich noch teurere und die sind mit Sicherheit noch hochwertiger. Aber für den Anfang ist das wirklich das Beste, was ihr bekommen könnt. Ja, und das als kleiner Tipp nochmal so nebenbei. Und ja, das ist G in ihrem neuen Outfit. Ist sie jetzt mal anders eingekleidet. Ich habe noch ein Kleid für sie geholt. Das ist aber noch unterwegs. Das wird auch importiert aus China. Ja, das werde ich euch dann auch zeigen, wenn es da ist. Aber alles andere habt ihr ja im Extra-Filmchen gesehen. Und das war's für uns erstmal wieder. Bis dann.